Google Stadia wird eingestellt. Das hat man heute am 29. September via Google Blogpost bekannt gegeben. Wann der Stecker gezogen wird, was das für uns Spieler bedeutet, was mit unseren Games passiert und ob ihr und auch ich vielleicht ein bisschen Geld wiederbekommt, alles das jetzt in kurz und knackigen Fakten. Am heutigen 29. September 2022 hat Phil Harrison, seines Zeichens Vice President und General Manager von Stadia, von dem man eigentlich schon länger nichts mehr gehört hat, auf dem offiziellen Google-Blog bekannt gegeben, dass Stadia eingestellt wird. Ja, warum stellt man den Dienst ein? Nun, laut Blogpost sind die Erwartungen an die Spielerzahlen nicht erfüllt worden. Lieber Phil, ob das vielleicht was mit den nicht vorhandenen Werbe- und Marketingmaßnahmen zu tun hat? Möglich wäre es, oder? Wann werden die Rechenzentren abgeschaltet? Ja, am 18. Januar 2023 ist dann Schicht im Schacht. Bis dahin kann gezockt werden, allerdings nur die Spiele, die ihr aktuell habt. Denn ab sofort sind keine Käufe im Stadia Store mehr möglich. Und das bedeutet ganz konkret auch, alle Vorbestellungen werden gecancelt und damit ist die Wut und Enttäuschung bei allen FIFA 23 Käufern und Vorbestellern der normalen Version absolut riesig, weil das hätte ja in 6 Stunden wäre das veröffentlicht worden. Ob man via Google Takedown die Spielstände auf andere Dienste transferieren kann, ist aktuell noch unklar. Bei einigen Games geht es sicherlich ohne Probleme, bei Cross-Progression ist es ja gar kein Akt, aber bei vielen wird es einfach nicht funktionieren, das ist leider auch klar. Und jetzt die einzige gute Nachricht heute, sämtliche Käufe werden euch erstattet. Sämtliche Stadia Hardware, die ihr im Google Store erworben habt, also zum Beispiel hier die Founders Edition, die Premier Edition oder die einzelnen Controller, die könnt ihr behalten, bekommt aber das Geld wieder. Ebenso werden alle Spielekäufe, alle Käufe von DLCs und Add-ons euch erstattet. Und zwar, das ist wichtig, ohne euer Zutun. Darum kümmert sich in erster Linie Google komplett alleine und will wohl bis Mitte Januar 2023 mit einem Großteil der Erstattungen fertig sein. Was ist mit Stadia Pro? Ich weiß nicht, ob die neuen Spiele zum 1. Oktober wirklich noch kommen, aber sämtliche Abo-Gebühren für die Zeit bis Mitte Januar entfallen definitiv. Stadia Pro kann also bis dahin kostenlos weitergenutzt werden. Ich weiß nicht, ob nur für aktuelle Abonnenten oder einfach für alle. Allerdings, es gibt leider keine Rückerstattung für Abo-Gebühren, also die 9,99 € im Monat, die habt ihr ausgegeben. Mir und sicherlich auch euch stellen sich aktuell so viele Fragen. Was ist mit den Investments der Mexiko-Expansion? Was passiert mit den Entwicklern? Was hatte man noch alles geplant? Wird denn dann wenigstens endlich mal zum Ende Bluetooth in den Controllern aktiviert, damit man sie auch weiter nutzen kann? Wie viele Spieler gab es eigentlich tatsächlich bei Stadia? Wichtig, hier im heutigen Video habe ich mich ausschließlich um die aktuell bekannten Fakten und Infos gekümmert und das von mir auch ganz schnell. Neue Infos, Tipps für die Spielstände, Probleme, Insider-Infos, alles was noch kommt, das werde ich in den kommenden Tagen und Wochen posten und verarbeiten und mit euch teilen. Wenn ihr aber einen ersten Meinungsaustausch haben wollt, dann ab mit euch zu oben rechts eingeblendetem Video, denn bei Cloudplay machen wir im Moment gerade eine Sondersendung dazu, direkt auf dem neuen Cloudplay-Kanal. Und die wird heftig, so viel ist klar. An dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss für heute und sage ganz ein wenig, doch schon ein bisschen traurig, ciao. Zum Glück habe ich schon Xcloud-Content auf Linie. Und zum Glück heiße ich nicht mehr State of Stadia. Der Beautiful People Content Creator. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenen Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music, Zwieback.